schönen Morgen, meine lieben Freunde. Es ist dunkel. Es ist kalt. Es sind nur 3 Grad. Ja, der Winter hält langsam Einzug. Der Löwe gruft sich schon warm. Er gruft sich schon ein, oder wie man das nennt. So, jetzt gehe ich noch mal rundherum mit der Taschenlampe, löse die Anhängerbremse bzw. die Aufliegerbremse, nehme den Keil weg, stelle die Luftfederung wieder richtig ein, weil ich mache ja hier immer Arsch hoch, Kopf runter. Zum einen läuft dann hier schönes Wasser ab vom Auflieger, wenn es regnet, und zum anderen liegt mein Bett gerade. So, also, wisst ihr Bescheid erstmal, ne? Wallersdorf abladen, laden, heim. So, meine Guten. Ah, der Löwe hat sich schon eingebrummt. Na gut. Sitzbelegungserkennung gestört. Also er sieht nicht, dass ich hier sitze. Auch gut. So, meine Guten. Dann lasst uns mal loslegen. Da oben kommt noch was, den lassen wir erst noch durch. Da kommt noch was, den lassen wir auch noch durch. So, und jetzt legen wir los. So, heute müssen wir aufpassen, nicht dass wir wie es letzte Mal oder letztens schon mal Richtung Hof auf der Autobahn wollen und aber Richtung Regensburg auf der Autobahn müssen. Das wär's gar. Dann müssen wir nämlich oben Falkenberg wieder. Falkenberg, Falkenburg. Wieder wenden. Und das wäre auch blöd. Das ist unnötige Zeit, die wir verlieren. So, meine Guten. Also gerade über die Ampel drüber, nicht nach links abbiegen. Dann hier unten erst wieder rechts abbiegen. Dann sind wir richtig. Bei Weiden in der Baustelle zeigt es mir ein bisschen Stau, wie es aussieht. So, lauf, Löwe, lauf, Löwe, lauf, 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 mein lieber Löwe, guter Löwe, lauf, 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 mein lieber Löwe, lauf, mein guter Löwe, lauf. So, Freunde, jetzt bin ich ein bisschen in der Zwickmühle, ne? Fahre ich durch die Stadt und hinten wieder auf der Autobahn, kannst mich anscheißen, dass ich im Stadtverkehr einen Haufen Stau habe. Fahre ich auf der A3, kann es mich anscheißen, dass ich da oben Stau habe. Was zeigt es denn mir hier an? Hier zeigt es mir vor dem Pfaffensterner Tunnel was an. Auf der 3 ist alles frei. Also wir fahren über der A3.
Was ist denn hier vor dem Pfaffensteiner Tunnel los? Ne, ja, werden wir sehen. Wenn vor dem Pfaffensteiner Tunnel was ist, dann komme ich eh erst sowieso da rein. Also, außer ich fahre jetzt nur drunter und dann durch die Stadt. Das könnte ich auch machen. Aber da komme ich von oben rein wieder. Man weiß es eben immer nicht. Ach Scheiß, komm. Egal, wir fahren gerade aus. So, meine Lieben, mein Plan hat sich auch geändert. Ich habe vorhin eine Info von meiner Dispo bekommen. Wir laden in Dingolfing im Werk 2.2. Nicht wie vorgesehen in Wallersdorf. In Wallersdorf, die leeren Paletten, die haben mehr Zeit, die können stehen bleiben. Da ist wieder irgendwo ein Auto. Nicht dort, wo es sein sollte. Und deswegen kann die Ware in Dingolfing nicht rausgeholt werden. Und da bin ich gerade derjenige, der in der Nähe ist. Also schicken wir den Klaus nach Dingolfing für Leipzig laden. Aber am Ende ist das doch egal, wo ich lade. Gut, es wäre schön, wenn ich jetzt gleich im Werk hätte bleiben können, aber ist halt nicht so. So, was habt ihr denn jetzt hier? Ist eigentlich nicht viel. Ach, das ist hier die Einfädelei, denke ich mal. Ja, man weiß eben immer nie, wie man es macht. Wie man es macht, macht man es sowieso falsch. Also ist es am Ende auch egal, wie man es macht. Ach, die Ampeln sind in Betrieb. Blockabfertigung, prima. Haben Sie die Woche schon mal Runterzug gehabt im Tunnel Prüfening, Blockabfertigung? Wahrscheinlich machen Sie das immer, wenn recht viel aufgekommen ist, dass sich das alles ein bisschen reguliert. Aber ich sage mal so, solange die Ampeln auf gelb sind oder auf grün oder gelb, ist mir das wurscht. Es rollt ja. Also ist mir das erst einmal egal. Ja, das Zeichen da oben bedeutet nämlich Ampeln am Tunnel beachten. Achtung Ampeln. So, wie stehen sie denn? Momentan stehen sie auf grün. Das ist doch gut. Hier oben, die hat gelb geblinkert, die da vorne blinkern auch gelb. Also ist erst einmal keine Gefahr. Der Pfeil ist grün, der Ampeln ist blinkern. So, wenn wir hier durch sind, müsste es wieder rollen. Auf der 3 sieht es aus, als ob es rollt. Ja, da fahren wir jetzt die 3. Guckt, hier rollt es doch schon wieder. Oder fahren wir doch Pfaffenstein runter? Sagt mir, wie ich es machen soll. Ich glaube, ich fahre doch lieber Pfaffenstein runter. Erst einen Blick werfen.
es scheint sich mehr zu stauen auf der 93 hier vom Tunnel prüfen. Nicht, dass sie da wieder Blockabfertigung machen, ne? Fahren wir durch die Stadt. Da ist gar nicht so viel Verkehr jetzt. Heute hoch zu fahren wir dann auch wieder durch die Stadt. Guck, die schleichen nämlich ganz schön da oben auf der Autobahn. Richtig schnell sind sie nicht. Ja, hier gibt es ja eben zum Glück immer mehrere Möglichkeiten. Hätte ich auch Regensburg-Nord runterfahren können. Vielleicht fahren wir ja heute Regensburg-Nord hoch. Ich habe nämlich die Info bekommen, dass die Auffahrt wieder frei ist. Hoch zu. Ja, es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Am Ende immer noch besser als irgendwo auf der 93 festgehangen. Da ist nämlich vorhin ist nämlich der Rettungswagen mit Blaulicht an mir vorbeigefahren. Und da besteht ja sogar die Möglichkeit, dass da ein Unfall ist. Deswegen staut sich's. Oder dass es sich deswegen staut. Also man weiß ja nie, was genau ist. Ne? Im Radio, die bringen ja dann immer erst, wenn es zu spät ist. Manchmal melden sie keinen Stau, wo Stau ist, und manchmal melden sie Stau, wo kein Stau ist. Ne? Aber naja. So, ne, schauen wir mal. Im Moment läuft es doch ganz gut hier. Na, guck, da haben wir den Bus auch weg. Der ist jetzt hinter uns. Das rollt doch. Kann man doch nicht meckern. Bisschen zumindest rollt's. So, Freunde.
Läuft doch. Was wollen wir denn mehr? Wir fahren jetzt hier runter und gucken mal, ob die Umleitung noch ist. Sieht aber fast so aus, weil da drüben bauen sie nämlich. Das hängt bestimmt mit der Baustelle da drüben zusammen. Könnte ich mir gut vorstellen. Bauen sie schon wieder eine Halle. Erstaunlich. Naja. Ja, also wie ich vorhin schon berichtet habe, unser Plan hat sich geändert. Wir laden dann in Dingolfing im Werk 2.2 schwere Kartons für Leipzig. Aber deswegen fahren wir dann trotzdem heute von da aus dann gleich nach Hause. So, ach hier, die Umleitungen haben sie schon wieder umgelegt. Also scheint die Straße schon wieder offen zu sein. Ja, ist alles wieder frei. Ne, schaut an. Oder? Nee. Nee, ist noch Umleitung hier. Die Schilder haben sie weggemacht und die sind aber noch hier. Zu BMW müssen wir noch hier links rum. Also fahren wir wieder durch Wallersdorf durch. Macht doch auch nichts, ist doch auch nicht weiter. Ja, ich sage ja immer, wenn alle ein bisschen gegeneinander auf sich Rücksicht nehmen, dann klappt das auch mit dem Verkehr. Ist natürlich ein bisschen eng da vorne die Kreuzung bei 3 LKWs, aber müssen halt alle ein bisschen aufpassen. Ist halt so. So, Freunde, noch einen Kilometer. Ja, ich denke mal, das wird eh so trotzdem nicht ewig lange dauern. Das ging eigentlich in der Regel hier immer relativ schnell. Also länger wie eine halbe Stunde habe ich nie gewartet, dass ich reinfahren darf. Und an der Abladestelle, wenn du dann einmal drinnen stehst, dann geht es eigentlich immer zügig. Da konnte ich noch nie meckern hier. So, was habt denn da vorne? Was blinkert denn ihr da vorne schon wieder rum?
Müsst ihr euch so mitten auf die Straße stellen, ja? Das ist doch blöd, was ihr hier treibt. Ach, die laden ihre Absperrdinger ab oder auf. Auf oder ab. Eins von beiden. Auf oder ab. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja nachher die Straße schon wieder frei zur Autobahn, wenn wir dann vorzufahren. Werden wir sehen. Und dann werden wir sehen, wo wir heute abladen. Wir haben das letzte Mal haben wir eine dritte Stelle angefahren. Also ich kenne normalerweise zwei, die N und die S. Und letztes Mal haben wir sogar die E angefahren. Also habe ich auch noch die E kennengelernt. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir uns hinstellen. Ja, die N ist hier, die S ist ganz außen rum und die E ist gleich hier Tor 3 rein und dann gleich rechts rum. So, wie sieht's denn hier aus? Ach, hier sieht's doch gut aus. Da stellen wir uns gleich hier an den Rand. Nee, wir können uns auch dorthin stellen. Genau, hier stellen wir uns her. Hier stellen wir uns her. Das ist doch eine gute Stelle. So, meine Freunde. Wir haben Lea. Das hat gedauert heute hier. Die wissen nicht wohin mit dem Zeug. Die haben alle Leger voll. Stellen aber wie die Wilden. Über zweieinhalb Stunden haben wir jetzt hier gebraucht zum Entladen. So, in der Zwischenzeit hat mich nochmal eine Planänderung ereilt. Weil nämlich die Ware, die ich jetzt eigentlich laden sollte in Dingolfing, die wird heute noch in Leipzig benötigt. So, und das kriege ich ja nicht hin. Selbst wenn ich noch bis Leipzig käme mit der Lenkzeit, hätte ich keine Schichtzeit mehr, das noch abzuladen. So, Freunde. Und da hat mein Dispo umgeplant. Die Ware, die ich laden sollte in Dingolfing, die lädt jetzt ein anderes Auto, wo der Fahrer dann bis Hermsdorf fährt. In Hermsdorf ein anderer Fahrer das Auto übernimmt. Und dann nach Leipzig fährt, entlädt, wieder zurück nach Hermsdorf fährt und das Auto wieder hinstellt. Und ich übernehme jetzt die Ladung von dem Auto, was eigentlich, also das Auto, was ich, die Ladung, die ich jetzt übernehme, sollte das Auto laden, was jetzt meine Ladung übernimmt. So. So wird ein Schuh draus. Weil der Fahrer in Hermsdorf oder in Leipzig wohnt oder irgendwie, jedenfalls können die das so machen, dass die dann einen anderen Fahrer nehmen in Hermsdorf und der dann da meine Ware. Also nicht mehr meine Ware, ich habe jetzt andere Ware. So, und die Ware, die ich jetzt lade, die sollte ursprünglich auch noch nach Leipzig heute. Das fällt aber aus. Weil, wie gesagt, ich habe nicht mehr genug Schichtzeit dann in Leipzig noch zu entladen. Und die wird dann erst Montag früh entladen, die Ware, die ich jetzt lade. Weil die ist nicht ganz so wichtig. Die geht ins Werk. Und im Werk haben sie ja immer ein, zwei Tage Vorlauf. Und wenn das Montag früh kommt, ob das jetzt heute Abend noch kommt. Ich glaube nicht, dass das in der Nachtschicht noch verarbeitet wird. Und wenn das dann Montag früh gleich kommt, als erstes vor in der Frühschicht, dann passt das auch noch. Guck, das war nämlich hier, die haben nämlich das ganze Zeug hier weggeräumt. Wir können jetzt wieder hier gleich rechts fahren. Die Straße ist wieder offen. Deswegen standen die vorhin hier.
Ja, das heißt, wir fahren jetzt nach Leuching zum Rudolf. Das ist dort, wo wir manchmal schlafen. Und laden dort für Leipzig und laden das dann am Montag aus im Werk. So, meine Guten. Es weht ganz schön, wie wild. Schaukeltüchtiges Auto. Ja, vielleicht auch ganz gut, dass wir ein bisschen mehr Last drauf haben als diese Holzpaletten, die wir da geladen hätten. Jetzt hier, das wären wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, Einwegpaletten oder Europaletten oder keine Ahnung. Jetzt kriegt man jedenfalls ein bisschen mehr Gewicht drauf. Ich gehe mal von mindestens 10 Tonnen aus. Das ist ja Ware, die nach Leipzig geht, ins Werk. Also nicht zum Handelsring, sondern direkt ins Werk. Und da vermute ich mal, dass das ein bisschen schwerer ist. Ich werde euch berichten, wie viel schwer das war. Heute hat man ja nicht gerade viel Gewicht drauf. So, Madame schickt mich natürlich wieder mit der Kirche ums Dorf, aber das ist klar. Weil die denkt nämlich hier unten, diese kleine Verbindungsstraße, die ich jetzt hier fahre, dass ich die nicht fahren darf. Aber die darf ich fahren. Da steht nämlich keine Begrenzung. Hier, die hier hinter zu. Die kennt die Dame nämlich nicht. Die denkt nämlich, hier darf ich nicht. Also die kennt die Straße schon, aber die ist für sie hier mit 3,5 Tonnen begrenzt. Aber steht ja kein Schild da hier mit Begrenzung 3,5 Tonnen und so weiter. So, meine Guten, wir sind gleich da. Mal gucken, wie lange es jetzt hier dauert. Vielleicht geht es ja hier ein bisschen zügiger als in Ballersleben. Habt ihr gesehen, der Parkplatz war ja fast voll. Und die Hallen waren voll, ne? Ich bin in die eine Halle reingefahren, wo ich abladen musste. Da waren gerade mal 3 Abladeplätze, die frei waren, von 20. Ja, alles andere stand voll und da will ich nicht wissen, wie es innen drinnen dann aussieht. Das sind ja bloß die Plätze, die sie da, wo sie das hinstellen, zum Vergleichen. Und dann müssen sie das ja alles in der Halle noch unterbringen. Und das ist ja auch so ein Versandzentrum wie im Handelsring. Das geht ja auch alles ins Ausland, was wir hier anliefern. Im Werk 2.7, im Werk 2.9, das geht ja alles... Handelsring Leipzig, das geht ja alles JWD. In die Emirate und hast du nicht gesehen, überall hin. Guckt, hier ist der Parkplatz, wo wir manchmal schlafen. Haben wir schon lange nicht mehr geschlafen, ne? Ja. Die BMW Standortsicherheit ist weisungsbefugt, stand hier an dem Parkplatz, ne? Bitte. Da habt ihr einen Dreck. So, Freunde, dann wollen wir mal. Das hier ist das Werk 2.8.
So, bis später würde ich mal sagen, ne? Na Freunde, das ging ja hier jetzt recht zügig. So, jetzt befinden wir uns auf dem Heimweg. Der will ins Leergut. Da stehen aber schon zwei. Das ist aber alles voll, mein lieber Mann. Haben wir ein Glück, dass wir heute nicht über die Schranke müssen. Ja, der Leergutplatz läuft über, ne? Wo fahren denn die dann raus? Ach, hier hinten wahrscheinlich. Naja. Mir egal. Ich habe meine Ware. Und es ist gar nicht so viel gewesen. Ich sage euch gleich, wie viel das Gewicht ist. Halten und dann kann ich euch sagen, wie viel das Gewicht ist. Hier halten wir mal kurz. Ups. 1,555 Tonnen. Also ein bisschen was über 1,5 Tonnen. Naja, auch nicht schlimm. Alles gut, meine Freunde. Jetzt fahren wir hier schön vor und dann fahren wir gleich wieder auf die Autobahn da vorne. So, meine Guten, jetzt ist Feierabend. Kurz vor 7 ist es. Jetzt packe ich mein Zeug zusammen, dann geht's heim. Familie freut sich schon, die wissen schon, dass ich komme. Also, am Montag müssen wir um 5.30 Uhr in Leipzig sein. Das heißt, wir fahren hier 5.30 Uhr, 5 Uhr, 4 Uhr, 3 Uhr. Um 3 Uhr fahren wir hier los. Wisst ihr Bescheid, ne? Und dann laden wir in der V40 für Regensburg. Dachte ich zumindest. Ach, Regensburg. Zeig her. Genau. Um 5.30 Uhr laden wir ab, um 7 Uhr laden wir an der V40 für Regensburg und müssen 14 Uhr in Regensburg sein. Zum Abladen in der Zone 40. Also, meine Guten, ich
In diesem Sinne, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns am Montag früh um 3. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Also dann, tschüss, meine Freunde.